Seid gegrüßt und willkommen zu meinem neuen Video. Heute dem Unboxing von Farid Bangs neuer Deluxe Box Asphalt Massacre Trilogie. Deluxe Box und nicht Album, denn das sind seine drei Alben Asphalt Massacre in eine Box zusammengewürfelt. Warum? Für die Fans. Natürlich nicht, weil man dann einfach nochmal Geld verdient, ohne was Neues zu erschaffen. Was soll's. Ich habe es mir einfach gegönnt. Ich besitze Asphalt Massacre 3 als Deluxe Box und Asphalt Massacre 2 als CD. Und so komme ich auf einem guten Weg nochmal an die 1. Mal sehen, was noch so drin ist. Ich habe mich nicht vorinformiert. Also es ist das erste Mal, dass ich jetzt hier den Inhalt zu Gesicht bekomme. Ja, Link zu dieser wunderbaren Box nochmal in der Videobeschreibung für die, die sie sich zulegen wollen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob es noch welche gibt. Link zum Messer übrigens ebenfalls. Ja, ein Riesending, deswegen habe ich auch heute mal eine andere Location gewählt. Der Vordergrund besteht aus einem schwarzen Hintergrund, der dann oben etwas verläuft. Sieht so aus, als hätte man mit einem getränkten Schwamm hier das Ganze ausgewaschen. Ist aber ein sehr schöner Look. Dann in dieser Schrift hier, die eingestanzt ist, in silberner Lackschrift. Asphalt Massacre Trilogie, Farid Bang. Unten ein Aufkleber, den man abmachen kann, FSK ab 16 freigegeben. Also werden hier DVDs drin sein, sehr interessant. Auf der Rückseite Farid Bang, Banger Musik, Warner Music und Mozart, die ja immer die Videos produzieren. Ja, eine riesige Box, nicht so wie die von Flair und Bushido in diesem Aufklappdesign, sondern hier sind Deckel und untere Hälfte getrennt voneinander. Und was ich hier sehe, gefällt mir. Ja, sieht aus wie eine klassische Deluxe-Box, nur halt mit drei Alben und haufenweise jetzt Krimskrams. Schauen wir uns das Ganze doch einfach mal der Reihe nach an. Banger Store. Okay, ja. Hier hat jeder Banger-Musiker seine eigene Modekollektion. Kann man sich als Fan dieser Interpreten Kleidung erwerben. Das ist wirklich ein schöner Bestandteil einer Deluxe-Box. Werbung, naja. Dann haben wir hier das Patch für die Summer Jam Cap. Wer mein Video gesehen hat zu Summer Jams letztem Album, Jamesis, wo die Hack Cap drin ist, oder was war da, Hilal Mani und so weiter, da waren eben noch ein paar andere Patches dabei. Das kann man vorne auf die Cap mitmachen und ja, sehr cool. Poster. Moment, hier ist noch was rausgefallen. Ein zweiseitiges Poster. Einmal dieses hier. Da ist der gute Mann Asphalt Massacre Trilogie mit rotem Hintergrund. Und dann haben wir hier nochmal den guten Mann mit Einschussloch Banger Live präsentiert. Kommen wir nicht auf diese Tour. Also geht er zeitnah wohl wieder auf Tour. Mal sehen, ob die Daten hier mit drin liegen. Auch nicht schlecht. Das Poster sieht zwar ein bisschen ramponiert aus wegen den Knickstellen, aber ist ganz nett. Könnte man bei sich aufhängen. Ich wüsste aber nicht, warum man das tun sollte. Ist jetzt nicht wirklich etwas Besonderes, aber naja. Dann haben wir ein Informationsblatt zu den FSK-Kennzeichnungen. Aufkleber Nummer 1. Alle anderen sind die anderen. Asphalt Massacre Trilogie. Banger Musik Logo aus Aufkleber. Und nochmal die eine Seite des Posters ist hier zu sehen. Und ja, hier die Tourdaten. Wunderbar. Also das legen wir mal auf den Stapel Werbung. Das legen wir mal auf den Stapel Müll. Und ja, hier sind halt die Bestandteile der Deluxe-Box, mit den Fans etwas anfangen können. So, T-Shirt kommt als letztes. Banger Musik präsentiert, Farid Bang, Hey,
RJ, also RJ. Okay. Es handelt sich um eine CD. Asphalt Massacre 3 Tour DVD. Das ist nicht schlecht für die Leute, die den Humor dieses Mannes feiern. Werde ich mir definitiv reinziehen. Und ja, hier haben wir in einer Schaumstoff-Ummantelung die drei Alben. Ja, das ist eigentlich wirklich immens. Asphalt Massacre 3, welches ich schon unboxed habe, das ist eigentlich genau dieselbe Premium-Edition, die ich schon besitze. Deswegen packe ich sie nicht nochmal aus. Wüsste jetzt nicht warum. Die besitze ich schon hier. Das ist Asphalt Massacre 2. Naja, warum soll ich die jetzt aufmachen? Die lasse ich auch mal zu. Aber hier, Farid Bang Asphalt Massacre 1. Gibt es noch auf Amazon zu kaufen, falls man nicht die ganze Box haben will. Aber ich habe es noch nicht. Und ja. Uiuiuiui. Jetzt werfe ich das erste Mal einen Blick hinein. Booklet erstmal. Ne. Nee. Was nächstes denn? Farid Bang. 18 Songs waren damals noch drauf. Auf einem Album. Das klassische alte Logo. Asphalt Massacre. Die gönne ich mir jetzt erstmal. Ziehe ich mir jetzt fett rein. So laut, dass es definitiv alle Nachbarn mithören. Weil ich die meisten Songs ja auch noch nicht gehört habe. Außer die man mal auf YouTube halt so gesehen hat. Ich habe gecyphert und auch gern gesprayt. Doch euer Rap ging in die Hose, wie ich beim ersten Date. Sie traf sich mit mir, ich machte auf netten Nachbar. Und kurz darauf legte ich weiße Linien wie ein Platzwart. Ach, der gute alte Fahrrad. Diese LG. Herrlich. Ich muss ehrlich sagen, mir gefällt der Fahrrad des ersten Teils besser als der heutige. Naja. Jeden seins. Das ist halt Album Nummer 1. Album Nummer 2 und Asphalt Massacre 3. Boah, was war denn eigentlich? War hier nicht schon die DVD drauf? Na gut. Ich glaube, das war eine andere DVD. Die habe ich nämlich noch gar nicht gesehen. Wunderbar. Dann haben wir das und das T-Shirt. So. Das ist nice. Das ist eine ordentliche Qualität. Das gefällt mir sehr gut. Wie man hier sehen kann, Banger-Musik, also nicht irgendwelcher billiger Mist von Food of the Loom oder so. 100% Baumwolle made in Turkey. Sehr ordentlich verarbeitet, sehr schöner Stoff. Riecht sozusagen kaum chemisch. Das ist ein sehr cooles T-Shirt. Und man sieht auch am Schnitt, das ist nicht so schlecht geschnitten, halt, das ist ein bisschen mehr so slim-mäßig, das ist ein bisschen enger anliegt. Dann haben wir hier unten nochmal so einen kleinen Patch. Banger Musik, alle anderen sind die anderen BMI 2012. Was auch immer das bedeuten soll. Und dann in demselben Hintergrund wie auch das Cover der Box, nur etwas heller oben, Farid Bang Asphalt Massacre Trilogie. Auf dem T-Shirt hätte ich persönlich jetzt nicht wirklich Trilogie gedruckt, sondern halt irgendwie erstmal Asphalt Massacre oder so. Ist aber halt ein cooles T-Shirt. Von der Qualität her. Die Aussage ist jetzt nicht wirklich einfallsreich, einfach nur mal den Schriftzug dorthin zu drucken. Naja. Geschmackssache, mir gefällt es nicht wirklich vom Motiv her. Aber wie gesagt, das T-Shirt ist qualitativ besser als die meisten, die es in Deluxe-Boxen gibt, beziehungsweise als alle anderen, die es in Deluxe-Boxen gibt. Selbst Flair schmeißt in seine, nicht seine Maskulin-Shirts, sondern halt irgendwelche billigen. Ja, wie viel hat die Box gekostet? Ich glaube 49,99. Nun ja, jetzt gehen wir das alles nochmal durch. Wie gesagt, das ist eigentlich nicht wirklich was wert. Hier ist eine DVD,
diese Bonus-EP oder was das ist. Poster, drei Aufkleber und das Patch. Finde ich auch ziemlich nice. Dann halt die Box selbst, die drei CDs beinhaltet, was ich auf jeden Fall ziemlich cool finde. Jetzt habe ich alle drei Alben, zwei davon habe ich jetzt doppelt, das ist natürlich von Arsch, aber naja, was soll's. Die kann ich dann an Kumpels für ein Bier verticken. Und ja, das T-Shirt ist natürlich geil für Fans und so weiter, aber das Motiv ist jetzt halt nicht wirklich etwas Besonderes, da gab es schon Besseres von Farid Bang. Wenn ich was anziehen will, also Klamotten, da will ich was Zeitloses haben. Wie zum Beispiel das Farid Bang Logo, also das alte oder Banger Musik oder irgend sowas in der Art. Oder hier das zum Beispiel. Oder irgend sowas. Aber das, ich weiß nicht. Ja, was soll es. Die Box ist 50 Euro wert, weil die drei CDs drin sind. Ein Album, ein normales Album kostet ja im Laden so zwischen 12,99 und 17,99, sage ich jetzt mal. Hier ist sogar eine Deluxe-Version. Also kosten drei Alben normalerweise so, egal von welchem Künstler jetzt, ungefähr 45 Euro. Dann ist halt der Rest noch mit dazugelegt. Alleine aus diesem Punkt ist die Box ihr Geld wert. Wirklich beeindruckt bin ich nicht. Ziehen wir einfach mal zwei CDs ab. Dann kommen wir auf jede normale Deluxe-Box halt von jedem Album, die so, das so released wird. Ja, aber enttäuscht bin ich nicht, aber ich bin auch nie beeindruckt. Also für Fans ist es auf jeden Fall cool, wer noch nie ein Album hatte. Wer sich schon ein oder mehrere Alben gekauft hat, so wie ich, das ist ein bisschen doof. Ja, muss ich ja da seine eigene Meinung bilden. Würde mich wirklich mal interessieren, was ihr von dieser Box haltet. Wer hat sie sich gekauft? Ja, danke fürs Anschauen dieses Videos. Gönnt euch. Link in der Beschreibung. Und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Euer Max Herzberg.